Weil sie das Kabel noch nicht weggemacht haben. Ah! Ich könnte ausrasten. Warum? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included im Spaced Out DLC. Meine lieben Freunde, wir haben wieder neue Nasenlosen. Es ist wieder soweit. Da gucken wir gleich mal nach, was wir da bekommen haben. In wenigen Sekunden. Ich bin gerade dabei, etwas Tolles zu bauen, und zwar einen CO2-Filter. Aber ich habe schon etwas festgestellt. Und zwar müssen wir ganz dringend, bevor wir irgendetwas anderes jetzt machen, wir müssen Dinge deaktivieren. Ganz dringend. Warum müssen wir das machen? Und insbesondere hier oben mal die Batterie zerlegen. Warum ist das jetzt wichtig? Warum müssen wir das tun? Weil, meine lieben Freunde, wir haben ein Energieproblem. Das wird sich gleich manifestieren. Ich musste nämlich sogar schon neu laden. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass wir den Energieverbrauch von Dingen, die nicht gebraucht werden, dringend reduzieren jetzt. Denn wir müssen noch einen zweiten Generator unten hinbauen. Einen zweiten Petroleumgenerator. Und noch weitere zwei Destillen. Weil folgendes Problem. Für die Destillen, um die zu betreiben, brauchen wir 480 Watt. Das ist ein Viertel der Produktion, den dieser Petroleumgenerator raushaut. Wir brauchen aber die Kapazität eines voll durchlaufenden Petroleumgenerators, um unseren aktuellen Strombedarf, wenn alle Anlagen laufen, zu befriedigen, zu decken. Ja? Das heißt, wir haben aktuell nicht genug, um den Bedarf zu decken. Das führt langfristig dazu, dass die Destillen ausfallen. Und das wiederum führt langfristig dazu, dass der Generator ausfällt. Und was das bedeutet, das brauche ich euch nicht erklären, das wisst ihr auch so. Genau, das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir unnötige Stromverbraucher vom Netz nehmen. Unter anderem zum Beispiel auch die Batterien, weil die müssen ja auch erstmal aufgeladen werden. Und die befinden sich ja hinter der intelligenten Batterie und nicht davor. Das heißt, das ist relativ sinnlos. Das heißt, die machen wir mal auch direkt weg. Noch speisen sie Energie ein ins Netz, aber das wird sich sehr wahrscheinlich bald ändern. Genau, das müssen wir unbedingt machen. Verbraucher deaktivieren. Diese ganzen Anlagen hier ausschalten, das müssen wir ausschalten. Alles, was auch so einfach passiv rumsteht und Stromverbrauch. Weil sobald der hier jetzt nämlich aktiv ist, der Luftreiniger, in dem Moment wird nämlich der Stromverbrauch nochmal deutlich steigen. Da steigt der dann nämlich um, was braucht das Ding, 120? Und das sind die 120 Watt, die dann zu viel sind tatsächlich. Und das müssen wir berücksichtigen jetzt. Das müssen wir wirklich auf dem Zettel behalten. Da darf jetzt nichts anbrennen im wahrsten Sinne. Deswegen auch erstmal keine Forschung machen. Forschung kostet auch nur Strom aktuell. Keine Forschung, keine Verarbeitung von Metall, genau. Das wird alles ausgeschaltet. Das brauchen wir alles jetzt erstmal nicht. Genau, so, und jetzt gucken wir mal nach. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Oxygen Not Included reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Oh, Ethanol! Das wäre natürlich, na gut, das müsste man erstmal da reinkriegen in die in den Behälter rein halt, ne? Aber das wäre nochmal so Nottropfen quasi. Was haben wir denn hier für Nasenlosen? Kreativität und Medizin und Wissenschaft, Stärke und Kochkunst. Blase erhöht. Kleine Blase, Blase erhöht. Ist auch komisch. Ich druck mal das Ethanol, glaube ich. Wir drucken mal das Ethanol. Jetzt habe ich natürlich wieder keinen dritten Nasenlosen auf der anderen Seite am Start. Hier haben wir ein bisschen ein Problem im Stromverbrauch gehabt. Hier habe ich jetzt mal dafür gesorgt, dass die hier die Leitungen bauen. Für die Batterie und so. Und für den Generator hier, damit das halt dann, damit die Batterie den Generator ausschaltet automatisch. Genau, guck mal. Genau, und jetzt gleich, komm, einfüllen hier, los. Kohle einfüllen, ja okay, dann geh halt atmen. Weil wir haben hier nämlich, glaube ich, jetzt ein Problem so langsam. Ja, hier wird es langsam die Luft dünn. Weil wir hier, glaube ich, gerade auch kein Strom produzieren so richtig. Aber Kohle haben sie noch hier, oder? Oder ist Kohle schon komplett verbraucht jetzt? Sollen wir mal gucken. Erde? Hier liegt doch noch Kohle. Da ist noch Kohle unten. Zu wenig Ressourcen Kohle. Ja, dann macht mal hier. Hallo? Hier, Prio hoch. Prio hoch. Der Strom. Der Strom muss laufen hier. So geht's ja mal gar nicht hier. Und dann machen wir mal hier jetzt noch, genau, das machen wir jetzt hier alles da weg.
Und dann machen wir da. Ach, da können sie nicht graben. Okay, wir müssen Ari, glaube ich, doch mal super duper schweres Graben geben. Warte mal. Fertigkeiten des Duplikanten. P-Bauer können wir wieder eine Fähigkeit geben. Gefahrgut graben. Okay, oh, guck mal. Das würde ihn aber über den Stresslevel hochheben. Umgang mit Kranken. War er unser Mediziner? Ja, ich glaube, er war unser Mediziner. Dann sollten wir ihm wohl lieber eher Umgang mit Kranken geben. Damit, wenn jemand mal kaputt ist, dass er sich dann vielleicht um den auch kümmern kann. Dann. Krankenstation ist sowieso auch noch so ein Ding. Das fehlt uns auch noch. Genau, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ihr einen Daumen nach oben da lassen könnt, wenn ihr das hier feiert, dass wir Oni machen. Und habe ich eigentlich schon erwähnt, dass die Playlist rechts oben in der Ecke verlinkt ist? Ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt in dieser Episode. Deswegen mache ich das jetzt mal. Und natürlich könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Einen Kommentar da lassen, meine ich. Ich bin ganz aufgelöst, weil ich hier so, mich um so viele Sachen schon wieder kümmern muss. Ah, der Generator läuft wieder. Sehr gut. Hervorragend. Genau. Jetzt haben wir hier nämlich wieder eine intelligente Steuerung. Das finde ich nämlich sehr intelligent an der Stelle. So, wir müssen mal gucken. Ich glaube, eine Toilette reicht gar nicht mehr für die Nasenlosen hier. Die hatten irgendwie bei... Zwischendrin hatten die mal so ein bisschen so ein Kaka-Problem gehabt. Irgendwie, da wollten die irgendwie alle gleichzeitig aufs Klo und konnten es nicht. Deswegen machen wir da jetzt mal noch ein Plumpsklo hin, ein Ersatzplumpsklo. Damit nicht irgendwie dann hier noch einer in die... Ne? Ins Wasserbecken reinpinkelt am Ende des Tages. Das wollen wir ja nicht. Du hast keine Algen mehr für die Luftproduktion. Ah, daran liegt das. Okay, dann müssen wir mal hier den Block wegmachen. Oder warte, lass den Block da. Müssen wir uns mal hier reinbuddeln, glaube ich. Hier sind nämlich noch Algen. Wie viele Algen sind denn noch übrig? Ah, das sind auch gar nicht mehr so viele, ne? Das macht mir schon wieder ein bisschen Sorgen hier alles. Da oben sind noch... Alter, da ist Magma. Magma langsam. Okay, wir graben uns mal zu diesem Spind hoch, würde ich sagen. Das können wir mal machen. So, da müssen wir... Wie machen wir das am blödsten? Machen wir das mal hier so. Da kriegen sie zwar Sand ins Gesicht, aber das macht nichts. Lieber Sand im Gesicht als Sand im Getriebe. Jawohl, noch ein Klo. Sehr gut, das ist schon mal gut. Was ist denn hier mit Aschkan los? Lebensmittelvergiftung. Ach, nun komm. Machen wir hier nicht so einen Aufstand. Als ob. Na, läuft das jetzt wieder, der... Warte auf Lieferung Algen. Dann mach da mal rein hier. Ah, muss man schon wieder die Prio... Nein, nicht vom Klo. Die Prio von dem Algendings hochmachen. Los, steck da jetzt da die Alge rein, los. Gottes Willen, darfst nicht vergessen zu sagen, dass man auf Twitch vorbeischauen sollte, um die volle Breitseite Oni zu bekommen. Ja gut, wenn Oni mal läuft auf Twitch, ja dann ja. Aber es gibt ja keinen Streamplan, deswegen ist es ein bisschen... Wenn ich jetzt sage, kommt auf Twitch, um Oni zu sehen. Ich meine, das ist generell gerne gesehen, wenn ihr auf Twitch generell vorbeischaut, ja. Aber erwartet nicht, dass da ständig Oni kommt. Weit davon entfernt. Das ist eher etwas seltener, das Ereignis, dass das passiert. Momentan suchte ich tatsächlich ja sehr hart City Skylines. Und das ist auch ein sehr geiles Spiel, muss ich mal sagen. Mega gutes Spiel ist das. Das kommt hier jetzt in letzter Zeit recht häufig. Ja, und mal gucken, ob wir mal demnächst auch mal Grounded schaffen noch. Das würde mich mal interessieren, da mal in das neue Update reinzuschauen. Das ist ja doch recht umfangreich. So, immerhin, da wird Alge nachgefüllt. Sehr gut. Jetzt kommt hier wieder Sauerstoff, Gott sei Dank. Und hier wird wieder gebaut. Wir wollten ja eigentlich hier noch dieses Ding hier in Gang setzen. Den Teleporter, genau. So, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Warte mal, ich mache jetzt mal hier eine Pause. Ganz kurz, also mal pausieren. Versorgungseingang. Ach, da gibt es gar keinen Text dazu. Na toll. Eine Maschine, die flüssige, feste und gasförmige Ressourcen auf andere Asteroiden teleportieren kann. Sie kann von einem Duplikanten mit der Fähigkeit Feldforschung aktiviert werden. Ach so, da brauchen wir noch einen Forscher dafür. Dann können die das ja gar nicht aktivieren. Dies ist die Sendeseite. Muss die von beiden Seiten aktiviert werden oder nur von einer? Eins von zwei. Dann schätze ich mal, der andere wird schon aktiviert sein. Warte mal. Wechsel mal in die andere Welt. Ist der andere schon aktiviert? Ist es der hier? Teleporter deaktiviert. Eins von zwei. Ne, null von zwei sogar. Wo ist denn der Empfänger? Ist es der hier? Teleporter deaktiviert. Braucht der eigentlich Strom? Bestimmt, wa? Nee, braucht er nicht. Guck mal.
Aber wie aktiviere ich den denn? Sie kann von einem Duplikanten mit der Fähigkeit Feldforschung aktiviert werden. Wie mache ich das? Wo ist denn da ein Knopf? Da ist sogar kein Knopf. Wie kann ich das denn aktivieren? Die Rohre auf der Rückseite verschwinden im Nichts. Oder muss ich da die Anschlüsse anschließen, damit es dann aktiviert ist? Ich check's irgendwie nicht so ganz. Ich habe die Dinger noch nie benutzt. Muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Und da hat SchnittiGP gleich ein Prime-Abo dagelassen. 26 Monate schon. Dankeschön. Wieder einen Monat ins Land gezogen. Mach weiter so. Sehr abwechslungsreiches Programm. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Wie aktiviere ich diesen Teleporter? Wie mache ich das? Weil ich würde gerne da Gas rauslassen. Also Sauerstoff vielleicht auch. Weil es scheint ja auf der anderen Seite etwas leichter zu sein, Sauerstoff zu produzieren. Als hier in meiner Welt. Das ist so ein bisschen das Thema. Ich finde das sowieso immer ein bisschen, also dieses Hin und Her Switch mit diesen Welten. Also ich muss ja sagen, auf der einen Seite ist das ja irgendwie ganz spannend, aber auf der anderen Seite, also das ist immer dieses Hin und Her wechseln zwischen zwei Spielstellen, während der eine noch im Hintergrund läuft quasi. Das finde ich immer ganz schön anstrengend. So. Ich habe dann immer so ein bisschen Angst, wenn ich mal mich auf was anderes konzentriere, eine längere Zeit in der einen Welt, dann geht in der anderen alles in die Binsen. So irgendwie. Das ist immer, finde ich, immer ein bisschen unangenehm, dieses Gefühl. Vielleicht kennt ihr das so ein bisschen. Ich mag das eigentlich nicht so. Muss ich ganz ehrlich sagen, für mich persönlich, ich empfinde da irgendwie dann immer so ein... Das ist wie, als wenn man im Hintergrund immer was im Kopf hat, was man noch nicht erledigt hat irgendwie. Was einen ständig irgendwie im Nacken sitzt, wenn ihr versteht. Das finde ich immer ein bisschen unangenehm. Also dieses Hin- und Herwechseln zwischen den Welten, naja, ich meine, ja, auf der einen Seite kann ich verstehen, dass das halt das Ganze ein bisschen interessanter machen soll. Auf der anderen Seite, ja, ist das halt irgendwie auch ganz schön problematisch. So, und da sind sie wieder, meine Stromprobleme. Jetzt passiert nämlich genau das, was ich schon befürchtet habe. Wir haben jetzt wieder diesen Moment, wo die Stromproduktion nicht mehr ausreicht. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt müssen wir ganz, ganz dringend nachlegen hier. Ganz, ganz dringend müssen wir hier jetzt nachlegen. Das ist jetzt ganz, ganz dringend. Wir machen jetzt mal hier noch einen Boden rein, damit das Wasser uns nicht nach unten seckert. Und dann machen wir hier noch eine Veredelung mit der Ethanoldistille, mit einer weiteren Ethanoldistille tatsächlich. So, und dann machen wir hier jetzt, warte, hier machen wir nochmal ein Loch rein, so, damit sie dann da hinten dann auch hochklettern können. Ah, da ist der Arborbaum im Weg, wa? Ja, da ist der Arborbaum im Weg, verdammt. Ja, da wächst da eh gerade nicht, wegen Körpertemperatur. Genau, hier unten ist es nämlich zu kalt tatsächlich, guckt mal. Da ist es eigentlich auch ganz gut, dass wir hier den Petroleumgenerator gebaut haben, weil der wird dann von unten gekühlt, von den ganzen, ja, was auch immer, das ist, glaube ich, hier ein Eisbiom ist das hier unten. Und, ja, dann kommt die Wärme da nicht so, wird da nicht so stark sich ausdehnen, wenn da die Generatoren laufen. Also haben wir das schon mal instinktiv richtig gemacht, ja. Genau. So, jetzt wollen wir hier noch, schau, ich mache jetzt diesen Arborbaum, das sage ich jetzt mal entwurzeln, dann haben wir nochmal einen Arborsamen und dann können wir den nochmal woanders einpflanzen. Halte ich für eine gute Idee. Ach ja, und hier haben wir ja auch noch das Tier, genau, das können wir mal einfangen lassen. Dann, können wir das mal domestizieren. Müssen wir mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das vor oder nachdem ich neu geladen hatte, ob ich das schon gemacht hatte. Deswegen, ich gebe das nochmal in Auftrag jetzt. Kann ja nicht schaden. Müssen wir mal schauen. So, jetzt wird hier die Leiter abgebaut. Genau. Ah, schon wieder Feierabend hier. Okay, müssen wir wieder beschleunigen. Irgendwie haben die einen ganz schön hohen Stresslevel hier. P-Bauer, Atensik haben einen hohen Stresslevel. 4%. Und jetzt werden einige sagen, ja, bau doch eine Massage-Dings. Ja, da brauchen wir aber auch wieder Strom dafür. Am Ende des Tages, in diesem Spielstand, ist momentan das größte Problem einfach der Strom. Für Elektrolyse brauchen wir Strom. Für Massage brauchen wir Strom. Für die Reinigung des CO2s brauchen wir Strom. Für die Entsalzung des Wassers brauchen wir Strom. Wir brauchen für alles Strom. Und guess what wir nicht haben? Strom. Nicht in ausreichender Menge. Nicht in der Menge, in der es nötig wäre. Und das ist leider das Problem hier. Leider, leider, leider ist das hier das Problem. Das ist ein permanentes Problem. Und die Toiletten werden nicht gereinigt. Was ist da los? Ihr müsst die Toiletten sauber machen. Das macht wieder keiner. Siehst du, will wieder keiner Toilettendienst haben. Unglaublich. So, Moment. Da. Genau, hier wollten wir eine Leiter hochziehen.
Ich mache jetzt mal die schnelle Beschleunigung hier. Ich hoffe, das wird mir jetzt nicht zum Verhängnis, insbesondere im Hinblick auf die andere Welt. Wieso graben sie sich eigentlich hier nicht weiter hoch? Sie haben doch den Auftrag dazu. Das verstehe ich gar nicht. Also manchmal verstehe ich Sachen nicht, die machen. Und da hat das Glöckchen auch mit Prime abonniert. 10 Monate schon. Dankeschön. Ohne Strom nichts los und das bei den Strompreisen. Ja, die Strompreise sind einfach zu hoch. Es ist einfach anstrengend, wenn du Strommangel und Rohstoffmangel hast, Strom zu produzieren. Das ist kein Spaß. Ich sag's euch. Es ist echt nicht ohne. Immerhin, der Generator läuft jetzt wieder halbwegs stabil. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass hier oben die Batterie voll ist. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja mal wieder einen Überschuss jetzt zustande. Wir brauchen sowieso einen Überschuss hier, wenn wir die Dinger noch mit an den Start bringen wollen. Genau, erstmal die Distillen an den Start bringen und dann einen zweiten Generator. Ach ja, genau, hier unten müssen wir ja auch noch aushöhlen. Fällt mir mal so auf. Das müssen sie ja auch noch leer machen, da muss ja dann das Schmutzwasser aufgefangen werden. Mein Gott nochmal, es ist so viel zu tun hier, ich sag's euch. Dann können sie ja da oben auch gleich hier die Gitterziegel noch einsetzen. Machen wir das jetzt dahin? Warte mal, ja, das passt, glaube ich, wenn wir das so machen. Und dann da den Generator dahin stellen. Genau, dann können wir den direkt mit an die Batterie mit anschließen, würde ich sagen. Das passt, genau. Der Rest, der Schmutzwasser geht dann nach unten einfach. Naja, was? Wenn man das so schnell einstellt, ne, dann geht immer so schnell auch was schief. Das ist immer das Problem. So, Moment, jetzt müssen wir hier erstmal wieder dafür sorgen. Ja, das ist jetzt wieder die nächste Bank, ne? Jetzt haben wir hier wieder... jetzt haben wir ja im Grunde eigentlich einen ganzen Trafo, den wir nur brauchen für die Destillen an sich, ne? Das ist auch wieder so ein Punkt. Wir brauchen jetzt im Grunde schon wieder eine komplette Stromversorgung. Nur für die Distillen. Eingeklemmt. Was? Oh oh. Hä? Eingeklemmt im Sinne von hängt da fest oder was? Dann mach halt da unten weg. Dass man ihm sagen muss, wie er sich aus Sand freigraben kann, ist schon beachtlich auch. Dass er da nicht selber drauf. Aber wenigstens wurde ich gewarnt. Das war ganz schön knapp, kann das sein? Hätte ich beinahe schon wieder ignoriert. Es nützt ja nichts, wenn die Kabel dann durchschmoren. Ich hänge das jetzt einfach mal erstmal hier mit dran. Wenn wir den zweiten Generator dann am Laufen haben, dann müssen wir mal zusehen, dass wir das dann wieder mit an den Extra-Trafo dranhängen. Einer, der nicht mit hier hängt. Das wird eh nochmal so ein Ding. Guck mal, ich habe das wieder viel zu hoch gebaut alles. Ich hätte es viel tiefer bauen müssen, damit da oben noch eine zweite Line drüber passt. Obwohl, nee, brauche ich nicht. Stimmt, das sind ja die starken. Nee, das kann ich eigentlich damit direkt dranhängen. Und, ja, was? Rohre müssen wir noch machen. Genau, warte. So. Genau, das ist wichtig. Es gibt eine einfache Mod, mit der kannst du Leitern über Pflanzen bauen, ohne dass du sie entwurzeln musst. Ja, das finde ich auch immer komisch, dass man keine Leitern über eine Pflanze bauen kann, so. Weil dann wächst halt die Pflanze um die Leiter rum, so. Würde ich jetzt sagen. In Saates Bandsalat, in Factorio Bandsalat, in Dyson Sphere Program Bandsalat, in City Skylines Straßensalat, in Oni Kabelsalat. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Spiele, ja. Ist alles ein Salat am Ende des Tages. Aber Salat ist gesund, habe ich gehört. Gegen Salat kann man eigentlich nichts sagen. Muss man eigentlich mal sagen, dass man gegen Salat eigentlich nichts sagen kann. Jetzt macht man da die Röhren, genau. Sehr schön. Oh, wir haben einen Energieüberschuss. Das müssen wir eigentlich mal nutzen jetzt. Aber ich mach mal jetzt bei den Rohren mal die Prio hoch, dass sie die mal schnell bauen. Ganz wichtig, dass sie nicht jetzt mit den Kabeln anfangen. Nicht, dass die Anlagen Strom ziehen, ohne was zu produzieren. Das wäre jetzt sehr ärgerlich. Wie einfach mal der Überschuss direkt weggezuzelt ist. Los, Kabel machen, Leitung machen, genau. Schnell, schnell. Zieh. Los. Yes, tu es. Genau, und jetzt
kann nämlich das Ding dann auch laufen. Sehr gut. Immer schön auch reinfüllen, die Sachen. Machen wir mal da gleich die Prio auf... Ja, machen wir die mal bei den Anlagen mal auf 7 schon. Dass die da schon mal was einfüllen. Dann kann nämlich da auch schon dann Alkohol produziert werden. Das ist gar nicht schlecht. Was ist hier? Bewässerung. Ja, das ist halt... Ja, einige haben schon gesagt, mach's automatisch. Ist halt nicht so einfach. Da müssen wir die Pflanzen umtopfen und in der Zeit wachsen sie halt nicht. Das ist das Problem. Also in der Zeit, wo sie halt entwurzelt sind, wachsen sie nicht. Und wir brauchen auch erst dafür, brauchen wir auch wieder Strom, weil das Wasser muss ja hingepumpt werden. Wenn kein Strom am Start ist, werden die Pflanzen nicht bewässert. Wenn die Pflanzen nicht bewässert werden, kriegen wir kein Holz. Wenn wir kein Holz kriegen, kriegen wir kein Alkohol. Wenn wir keinen Alkohol kriegen, kriegen wir keinen Strom. Wenn wir keinen Strom kriegen, werden die Pflanzen nicht bewässert. Ein ewiger Kreis. Ja, und das ist der Todeskreislauf sozusagen. Ohne Alkohol sterben wir hier halt einfach. Ohne Alkohol ist hier der Ofen ganz schnell aus, meine lieben Freunde. Sag's euch. Sein einziger Todeskreislauf, genau. Aber ich glaube, wir haben jetzt möglicherweise mal... Wir haben möglicherweise mal jetzt die Situation, dass wir einen Überschuss haben. Zumindest einen Alkoholüberschuss. Eine sogenannte Überdosis. Das müssen wir ausnutzen auf jeden Fall. So, mach mal jetzt da oben die Batterie. Die machst du jetzt mal noch weg, jetzt wo wir den Überschuss haben. Die da, sagen wir mal, zerlegen, weil die ist sinnlos. Die zieht eigentlich nur den Strom raus aktuell. Die macht eigentlich nicht, dass wir mehr Strom am Start haben. Wenn du zwei Leitungen an einen Stromgenerator packst, zählt das als eine Leitung. Folglich wird dann alles zusammengerechnet, aber es gibt normale Kabel mit 2K Kapazität. Ja, ja, genau. Ja, nee. Also, pass auf. Mein Plan ist ja eigentlich... die 20 Kilowatt Kabel für beide Generatoren zu benutzen. So, das wird ja dann hier an diese Line verteilt. Und die Dinger hier, die spalten das ja dann ab. An die verschiedenen Netze. Wir müssen die Netze dann nur so aufteilen, dass halt ein Netz immer nur 1000 Watt zieht. Das ist halt immer die Herausforderung bei Oni. Du musst die Netze halt so unterteilen, dass es dann halt wieder passt. Ohne dass eine Überlastung entsteht. So, wie sieht's denn hier drüben aus? Was können wir denn hier eigentlich überhaupt noch Sinnvolles machen? Das ist die Frage. Wir können mal den Spind öffnen lassen. Durchstöbern, genau. Das können sie mal machen. Aber das müssen sie am nächsten Tag mal. Was ist denn hier? Erhöhter Stress. Ari hat 10% Stress. Klatschnass. Dieser Duplikant war kürzlich komplett in Flüssigkeit eingetaucht. Stress 20%. Hä, warum geht sie denn auch baden? Warum macht sie denn das? Soll denn das? Das hat sie, soll sie doch gar nicht machen. Wie sieht es denn hier mit dem Sauerstoff aus? Sauerstoff sieht okay aus erstmal. So, da sind wir jetzt am Spind. Und was ist drin? Hä? Oh, eine Datasette. Und was ist das? Eine warme Weste. Ja, warte mal. Ari war doch kalt. Die kann das gleich mal anziehen, die warme Weste. Ich glaube, Ari war kalt. Bin mir nicht ganz sicher. Körpertemperatur 37 Grad. Ari war, glaube ich, ins Wasser gefallen. Da war ihr irgendwie kalt gewesen, glaube ich. Genau. Dann kann sie nämlich schön die Klamotten anziehen. Sehr gut. Und dann haben wir diese Datenbanken. Ja, die Datenbanken brauchen wir ja irgendwie für die gelbe Forschung. Das Ding ist halt, der Luftreiniger ist halt nicht immer aktiv, ne? Jetzt gerade läuft er zum Beispiel nicht. Warum auch immer, weil er gerade kein Wasser kriegt. Ja, ja, stimmt. Der Entsalzer ist ja nicht an. Ah, wir müssen erstmal wirklich, bevor wir solche Luxusprobleme lösen, müssen wir erstmal wirklich dafür sorgen, meine lieben Freunde, dass wir mehr Strom haben. Alles andere kommt danach. Automatische Bewässerung, dieser ganze Luxus, das ist alles Luxus. Das ist alles so ein Justin Bieber-Kram. Das kommt alles irgendwann erst, wenn wir wirklich, wenn wir reich sind. Wenn wir reich sind, wenn wir uns um Energie keine Gedanken mehr machen müssen. Wenn wir Alkohol im Überfluss haben. Wenn der uns aus den Ohren rauskommt, dann können wir sowas machen. Aber jetzt aktuell sind erstmal andere Sachen wichtig. Jetzt müssen wir erstmal den zweiten Generator bauen. Sonst sterben wir hier alle. Ja, ja. Dann sind wir alle tot. Dann nützt uns das nichts mehr mit der automatischen Bewässerung, wenn wir alle tot sind. Düngung fehlt, Bewässerung fehlt. 100 Bits von Sunny TM. Aber die Bäume können schon wachsen in dem neuen Kübel. Ja, aber nur wenn da eine Bewässerung am Start ist. Wenn da nichts reinkommt, dann passiert da auch nichts.
Oder werden die auch bewässert von den Nasenlosen, wenn da kein Wasser über das Rohr reinkommt? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Machen die das dann auch manuell, wenn da nichts kommt? Ich weiß es gar nicht. Und da hat Holleras LP auch gleich mit Prime abonniert. 4 Monate schon, dankeschön. Und 100 Bits von X-Lutsch, dankeschön. Ihr wollt schon wieder hier einen Hype-Train triggern, ich sehe das schon. Ich habe da schon wieder so Vibes. Die neuen können nicht per Hand bewässert werden. Ja, dann lassen wir das jetzt, weil sonst kriegen die Bäume am Ende gar kein Wasser mehr. Was wir nur mal machen müssen, ist, wir müssen hier den Bäumen mal ein bisschen eine höhere Prio geben. So, damit da halt auch mal was gemacht wird, tatsächlich. Und ich meine, hier können wir ja schon mal einen Arborbaum einpflanzen, also eine Arboreichel. Da war ja noch eine entwurzelt da unten. Die können wir ja da schon mal einpflanzen lassen. Die wird dann natürlich jetzt nicht wirklich viel machen an der Stelle, ne? Nicht, dass uns jetzt hier noch das Holz ausgeht. Wenn uns das Holz jetzt ausgeht, dann haben wir sowieso ein Problem. Dann war es das endgültig. Dann müssen wir uns hier noch irgendwie reinbuddeln. Das können wir gleich mal machen eigentlich. Das ist eine gute Idee hier. Dann können wir hier noch ein bisschen Holz mitnehmen, falls das eng wird. Ja, ist halt echt krass, dass man hier alles auf dem Zettel behalten muss in dem Spiel, oder? Also mal ehrlich. Das ist gar nicht so einfach. Und dann soll man noch Progress machen hier. Dann soll man noch in den Weltraum vordringen und sich noch um seine zweite Kolonie kümmern. Alter, das ist Multitaskinghausen, dieses Spiel. Also noch mehr als früher. Ich glaube, ich hole mir die Nasen auch einfach dann wieder zurück in die andere Welt. Weil ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ich glaube, ich krieg das nicht hin mit zwei Welten. Ich glaube, das ist mir zu viel. Zwei Welten sind mir eindeutig einfach zu viel. Das ist Multitasking-Überforderung einfach. Aber richtig fett. Irgendwer hat hier Fähigkeiten. Sir Ramses hat Fähigkeiten. Warte mal, Sir Ramses hat verbesserte Stärke, Sanitärtechnik. Was kriegt denn der sonst noch? Pflanzenpflege? Oder auch Tierzucht? Nee, vielleicht doch lieber Pflanzenpflege noch. Dann haben wir noch jemanden, der... Was macht das eigentlich? Pflanzenpflege und Spurenelementdüngerherstellung. Okay, was auch immer das bedeutet. Meine lieben Freunde, die Nasenlosen. Das ist ein kleiner Schnitt jetzt gewesen an der Stelle. Ich habe nämlich festgestellt mit Entsetzen, dass ich das Steuerungskabel von der Batterie vergessen habe, um den Generator hier auszuschalten, wenn die Batterie voll ist. Das Blöde ist jetzt, dadurch wird unser Alkohol leer gezuzelt. Und das Geile ist, die Nasenlosen ignorieren einfach meinen Alarm, den ich da am Start habe. Die haben das einfach ignoriert, die haben einfach nichts gemacht die ganze Zeit. Sie sind einfach ins Bett gegangen und haben einfach gesagt, ach, wir schlafen da jetzt einfach. Wir gehen einfach schlafen und ignorieren das, dass da gerade der ganze Alkohol verbrannt wird, sinnlos. Meine Güte, ey. Jetzt machen die schon Notfallverweigerung, ja? Das gibt's nicht. Roter Alarm, Arbeitsverweigerung. Das ist unglaublich, ey. Das ist unfassbar. So, aber jetzt haben wir zwei Generatoren am Start. Ihr seht das schon. Jetzt müssen wir nur für eine Sache sorgen. Und zwar müssen wir jetzt mal dafür sorgen, dass die Distillen, dass die an einem von den beiden, dass die an einem hier Trafo dranhängen auf jeden Fall. So, das heißt, wir müssen hier noch ein Trafo bauen. Muss auf einem freien Platz gebaut werden, weil der Arborbaum jetzt im Weg ist. Okay, da müssen wir mal dafür sorgen, dass hier der Arborbaum verschwindet. Und am besten auch hier das Ding. Dass die das mal schnell... Huch, Entschuldigung, ich bin gegen mein Mikrofon gestoßen. Dass sie das jetzt mal schnell entwurzeln hier. Dafür müssen wir jetzt mal sorgen. Wir haben wieder einen neuen Nasenlosen. Das muss ich jetzt mal kurz ignorieren. Weil ich muss es jetzt mal hier schnell bauen. Genau, hier, warte mal, das Kabel da, das muss auch noch zerlegt werden. So, weil wir müssen jetzt dieses große Kabel wieder etwas weiter durchlegen. Ja, komm, mach das weg, genau. Sauber, genau. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und bäm, weg ist es. Genau, so, jetzt können wir da das Ding hinbauen. Da können wir auch gleich den Boden durchziehen eigentlich. Bauen da den kleinen Transformator auf. So, und dann ziehen wir nämlich das Starkstromkabel. Das ziehen wir einfach hier lang. So, und dann knippern wir nämlich jetzt erstmal, und das wird jetzt sehr, sehr spannend, wie wir das jetzt machen wollen, ist mir eigentlich ein Rätsel. Oh Gott, ich muss das mal mit diesem Kabelsalat durchsehen, ey. Junge, 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 das ist gar nicht so einfach. Ich kann euch sagen. Also zumindest sollten wir hier hinten die zwei schon mal abknippern. Am besten machen wir es mal folgendermaßen. Mach mal hier das Overlay nochmal an vom Strom. Mach mal dieses Kabel aus. Also weg, genau. Und dieses Kabel mach mal weg.
Genau, so, und dann macht man da jetzt einfach eine Brücke hin. Mit O drehen. Also hier wieder, genau, so. Weil wir müssen ja da vielleicht nochmal ein Dings anschließen. Dann lohnt sich das, wenn wir da einen Platz lassen schon. Genau, dann macht man das so. Dann hängt das mit hier dran. Und dann macht man nämlich von hier dann einfach das Ganze so. Dann haben wir nämlich die drei schon mal an einem Strang dran. Und dann laufen die auf jeden Fall safe immer durch. Sind doch drei, ne? Eins, zwei, drei. Ja, genau. Und der hier, der ist halt dann einzeln. Der hängt halt dann an dem anderen Strang noch mit. Ist vielleicht für die Diversifizierung gar nicht so schlecht. Ansonsten nehmen wir den halt hier noch mit ab und machen dann unter der Brücke das einfach dann irgendwie durch. Oder ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. So sollte es aber jetzt auf jeden Fall... Oh, was ist da jetzt? Überlastung? Wieso? Weil sie das Kabel noch nicht weggemacht haben. Ah, ich könnte ausrasten. Warum? Mach das Kabel weg. Wo ist denn jetzt dieses Kabel, dieses kleine? Da, das muss zerlegt werden. Ich habe doch da drauf gedrückt, dass die das machen sollen. Hallo? Zerlege dieses Objekt, um alle Ressourcen zu bekommen. Na toll! Ah, das trägt so auf, weil er das automatisch verbindet, wenn du da, wenn du das da so durchziehst dann. Ah, nee, ey. Jetzt ist das untereinander verbunden hier. Schnell, ihr müsst euch beeilen. Ihr müsst das schnell wegmachen da, hallo. Warum macht ihr das nicht, hallo? schnell, das muss weg da, das eine da, los. Alarm, 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 Notfallprio. Einer muss das jetzt machen, schnell. Sonst könnt ihr da alles wegschmeißen. Nein, was macht ihr denn? Wo geht ihr denn hin? Ihr müsst das schnell machen, los. Warum macht ihr da oben Sachen? Mach doch die Sachen, die wichtig sind. Sag mal, irgendwie, die ignorieren die Prioritäten immer voll, die Deppen. Hier, mach das nochmal, Bau abbrechen so. Und jetzt müsst ihr da das Kabel entfernen. Da, mit Notfallprio machen wir das. Ich mache jetzt hier alles mit Notfallprio. So lange, bis alles fertig gebaut ist. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Erst ignorieren sie den Alarm. Ja, und dann machen sie Sachen, die gar nicht gemacht werden sollen einfach, während Alarm ist. Das liegt wahrscheinlich auch am Stress. Wir haben auch 42% Stress, das muss man einfach mal sagen. Also ich bin gerade auf 42% Stress. Das ist nämlich mein Stress, den ich gerade habe. Ah! Die neue Kabelbrücke verbindet doch auch alles jetzt, oder nicht? Nee, 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 nee. Das geht alles über den... Das Problem ist, da war unter der Kabelbrücke war noch ein kleines Kabel. Und sobald du daneben ein Kabel als Blueprint setzt, verbindet sich das. Das ist total bescheuert. Das ist so eine automatische Verbindung, die da passiert dann. Jetzt macht mal die anderen Anlagen noch hier. Was soll denn das? Hier alles fertig machen jetzt. Hopp, hopp. Losmachen und tun. Wenn dir laufend die Ohren wegfliegen, würdest du auch Stress haben, ja. Aber so schlimm kann das doch jetzt eigentlich gar nicht mehr sein. Wir haben doch hier diesen Verarbeiter hier. Ach nee, stimmt, da oben war ja alles ausgeschaltet. Jetzt beeilt euch doch mal, macht doch mal, los! Macht doch mal jetzt! Oh, atmen, ach komm, die mal diese dekadenten Bedürfnisse. Wie sie ewig brauchen, um das mal zu machen, ey. 10 Jahre später! Stunden später, los! Bau doch mal jetzt das Hauptkabel! Ja! Endlich! I'm rusting out! Dass ich das noch erleben darf. Jetzt haben wir es endlich. Das ändert ja nichts daran, dass Kohlendioxid schwerer ist als Sauerstoff und deshalb ja das Zeug weiter runterfällt, was nicht zu Sauerstoff verarbeitet wird. Ja, aber das fällt ja nicht... Das verdichtet sich ja nicht, wenn es von alleine runterfällt. Das verdichtet sich ja nur, wenn der Raum zu eng wird, in dem... Also der Raum, wo das halt ist, das CO2, ja, wenn das nicht sich weiter ausdehnen kann und nicht weiter aufeinander sich auftürmen kann, dann wird es zusammengepresst. Und das passiert ja gerade hier in dieser Basis. Da wird halt einfach immer mehr Sauerstoff und immer mehr CO2 reingepresst, sodass halt der Druck steigt und deswegen platzen denen die Trommelfälle. Wenn wir aber die Menge des CO2s wieder reduzieren, indem wir das mit dem Luftreiniger abbauen und dadurch daraus Dreckwasser machen, dann haben wir wieder den Vorteil, dass wir damit unsere Bäume automatisch bewässern können mit dem Dreckwasser. Ja, das ist halt so der Vorteil daran an der Stelle. Deswegen mache ich jetzt auch mal Folgendes. Ich lege jetzt ein Rohr von hier, wo das Dreckwasser dann rauskommt,
runter zu unseren Farmen. Was war da jetzt los? Da war jetzt wieder irgendwas, keine Ahnung. Huch, jetzt habe ich es weggemacht. Habe ich rechte Maustaste gedrückt, wie das immer so. Was ist denn da immer? Immer sind sie am Meckern hier. Wegen irgendwas. Immer nur irgendwas hier. So, wenn der Arborbaum hier bewässert wurde oder bewässert wird, dann können wir den hier vielleicht dann umtopfen. Auch in so ein automatisches Ding. Verhungern. Wer verhungert denn hier immer? Atensik verhungert. Warum? Du hast doch Essen. Guck dir mal das ganze Essen an, was hier irgendwie irgendwo da... Irgendwie hier, der macht doch da gerade. Da liegt überall Essen am Boden. Die schmeißen das immer weg. Ah, Moment, wir haben ja noch eine Blaupause. Omelette, Omelette. Immer her mit dem Omelette. Immer Omelette machen. Weil keiner das Salz schreddert, das raus ist. Salz schreddern, du meinst hier drin? Ah ja, Tafelsalz, stimmt. Das können wir mal machen lassen. Aber da müssen wir das Gerät wieder aktivieren. Das können wir mal die machen lassen jetzt. Das ist eine gute Idee. Ja, dann steigt noch mal... Dann sinkt der Stresslevel ein bisschen, glaube ich. P-Bauer hat den meisten Stress. Wir brauchen so eine Massageanlage, glaube ich. Jetzt wird endlich mal ein bisschen CO2 wieder abgebaut. Hier, Alter, guckt euch mal diesen Gasdruck an hier. Das ist alles CO2 hier unten. Heftig. Und hier oben ist ein riesiger... Na gut, so viel Sauerstoff ist das gar nicht. Guck mal. Kann das Gerät hier überhaupt maximaler Druck? Das ist es nämlich. Guck mal, da ist schon so viel CO2-Druck hier unten drin, dass die gar nicht mehr... Dass die gar nicht mehr Sauerstoff produziert hier, die Anlage da. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen CO2-Überdruck erstmal loswerden jetzt. Wie viel verbrauchten die jetzt eigentlich an CO2? 300 G pro Sekunde. Das ist viel, viel weniger, als wir hier raushauen. Wir hauen hier schon 1000 raus pro Sekunde. Das ist hier ein Tropfen auf den heißen Stein eigentlich. Krass. Das heißt, selbst wenn wir jetzt noch eine zweite Anlage dazustellen, wäre es immer noch nicht genug. Da würden wir noch nicht mal die Menge von den beiden Generatoren wieder kompensieren. Ich glaube, wir brauchen doch einen Auspuff irgendwie. Ich glaube, wir müssen das oben rauslassen. Sonst kriegen wir das nie in den Griff. Sonst wird das hier immer mehr zum Überdruck. Ich glaube, oh, wir sind schon bei 5000, Alter. 5000! Okay, wir müssen irgendwas tun. Wir müssen irgendwas machen. Wir müssen uns irgendwie da aus der Misere befreien. Aber wie? Aber wie? Ideen, Ideen, Ideen. Ich brauche Ideen. Hat irgendwer meine Ideen gesehen? Okay, warte, warte. Wir machen jetzt hier eine Pumpe hin. Eine Gaspumpe machen wir jetzt. So. Gaspumpe direkt neben die Teile. Und dann eine Gasleitung. Warte mal, erstmal Strom. Erstmal Strom gucken. Welches Netz ist noch? Welches geht noch? 2000. 2020. Wahrscheinlich das hier, wa? Ja. Okay, warte, dann mach da mal das hier nach unten noch und dann darüber und dann da hoch. Da müssen wir jetzt das CO2 von unten nach oben abpumpen einfach. Also nach oben in den Weltraum halt. Oder warte, ich überlege gerade. Ja doch, wir machen das jetzt so einfach. Mir fällt jetzt nichts anderes ein, was wir da machen können. Wir müssen das Zeug in den Weltraum pusten. Luftfilter nicht vergessen. Mit Ventil, dass er auch nur CO2 raushaut. Warte mal, ich glaube, ich habe doch hier schon einen Filter, ne? War das hier nicht ein Filter? Genau, Sauerstoff wird rausgefiltert und der Rest wird wieder rausgegeben, genau. Achso, nee, Moment mal, das geht ja dann hier rein, ne? Wenn hier voll ist, kommt hier nichts mehr durch. Ach, verdammt, da müssen wir doch noch einen Filter bauen. Brauchen wir wieder Strom. Ah! Ja, und dann müssen wir den einstellen. Der muss natürlich auch Strom kriegen, nicht wahr? Gut, dass da gerade eine Leitung ist. Ja, da müssen wir uns hochbuddeln. Hilft alles nichts. Hier ist Sand. Warte mal, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht das Wasser auf den Kopf kriegen hier. Grabt euch mal hier rüber und dann macht das mal von hier dann hoch. Vielleicht nicht unbedingt da in die... Was ist denn hier? Ich kann hier nichts machen. Da ist wieder irgendeine Pflanze im Weg. Hm. Ja, irgendeine Pflanze ist da wieder. Ja, egal, dann baue ich halt so hoch. So, auf in den Weltraum.
Da müssen wir jetzt natürlich gucken, dass uns nicht der Sauerstoff da jetzt rausdengelt. Warte mal. Mach das mal anders. Mach das mal direkt so. Genau, dann müssen wir da nebenan nämlich dann das Rohr. So, wie war denn das jetzt? Das Gelbe war das, was gefiltert ist, ne? Genau. Das Gelbe war das, was gefiltert ist. Da machen wir jetzt Folgendes. Da pumpt man jetzt dann den Sauerstoff in die Wohnquartiere, würde ich sagen. Was wahrscheinlich erstmal ein bisschen schwierig wird, weil da ja ein Überdruck ist. Deswegen machen wir das Rohr lieber ein bisschen länger, damit wir da ein bisschen einen Puffer haben. So. Und an der Stelle ist diese Folge Oxygen Not Included auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu diesem Let's Play, sondern auch zu anderen Projekten. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!